kulturellen Subkultur, die von einer multikulturellen Subkultur veranstaltet werden. Auch hier ist eine Jugendgefährdung durch die Verherrlichung von Drogenkonsum und Gewaltanwendung gegeben. Oder Punkkonzerte, bei denen Alkoholexzesse und Drogenkonsum zum guten Ton gehören. Regelmäßig kommt es in Verbindung mit diesen Konzerten zu Vergewaltigungen und Gewalttaten. Kein ach so demokratischer Politiker denkt jedoch daran, diese Veranstaltungen zu verbieten. Im Gegenteil, die Politik hat ein Interesse daran, diese krankhaften Auswüchse der Zeit politik- und gesellschaftsfähig zu machen. Wenn Entwicklungen allerdings absehbar sind, die von der Politik nicht gewünscht werden, müssen Verbote her. Man wittert Gefahr, wenn sich Menschen zusammenfinden, die sich freiwillig einer Disziplin unterwerfen, die vom Zeitgeist losgelöst ist. Der Kampfsport MMA hat klare Regeln, an die sich die Sportler halten müssen. Diese Regeln findet man im Übrigen mit Leichtigkeit, sofern man das denn will. Zudem ist es eine Lüge, wenn im Antrag behauptet wird, dass die Gegner ohne jegliche Schutzbekleidung gegeneinander antreten. Oder sind Zahnschutz, Bandagen und Handschuhe keine Schutzkleidung? Jeder Kämpfer kann zu jeder Zeit den Kampf abbrechen. Dies ist in den Regeln klar festgelegt. Die Kämpfe werden durch einen Schiedsrichter überwacht, der den Kampf abbrechen kann, wenn es zu Regelverstößen kommt. Es wird nach Gewichtsklassen und Trainingsstand gegeneinander angetreten. Dies garantiert einen ausgewogenen Kampf. Das Training ist sehr umfangreich und fordert ein hohes Maß an Disziplin und Manneszucht. Ich möchte gar nicht weiter auf die Einzelheiten des MMA eingehen, da Ihr Urteil ja längst feststeht. Zum Schluss möchte ich aber noch bemerken, dass, wenn Sie etwas nicht verstehen, es nicht immer gleich schlecht reden müssen. Sie wollen hier einen Kampfsport verbieten, den Sie für gewaltverherrlichend halten und das ohne sich damit in gemessener Art auseinandergesetzt zu haben. Die Freiheit des Sportes durch Verbote zu beschneiden, bedeutet gleichzeitig, auch den Menschen ein Stück Freiheit zu nehmen. Wir kennen das nun allzu gut aus der Musikkultur, wo versucht wird, unsere Konzerte zu kriminalisieren und zu verbieten. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Herr Abgeordneter, Sie haben in Ihrer Rede Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beleidigt. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf und nein, das ist der erste. Es ist der erste Ordnungsruf. Ich erteile Ihnen also diesen Ordnungsruf. Meine Damen und Herren, das Wort hat jetzt der Abgeordnete Herr Waldmüller von der Fraktion der CDU. Meine Damen und Herren, vielleicht nur ein Wort, Herr Müller. Wenn hier einer was nicht verstanden sind, dann haben Sie es, aber gar nichts verstanden. Wirklich. Meine Damen und Herren, ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, Herr Pastor. Ja, sehr wohl, ich schreibe mir das zu. Meine Damen und Herren, es freut mich eigentlich, dass wir über unseren Antrag große Zustimmung herrscht. Das zeigt auch, und das wurde ja auch im Gespräch deutlich, in der Diskussion, dass er erforderlich ist. Lassen Sie mich noch einige Worte zur gegenwärtigen Rechtslage sagen. Kern für die Klärung der Rechtsfrage ist die Frage, ob es sich um Sport handelt. Schon dazu gehen die Meinungen weit auseinander. Wir haben das ja hier gehört. Von den sogenannten Ultimate Fighting Championship werden Kämpfe veranstaltet, die für die tatsächlich ein Regelwerk besteht. Und Herr, Moment, wir sind noch nicht so weit. Herr Timm hat schon gesagt, was alles nicht erlaubt ist und was in dem Regelwerk steht. Und ich habe hier ein Regelwerk, in dem beispielsweise im Kampf Fouls begangen werden können. Die Fouls werden geahndet, aber Sie können da drei Fouls begehen und danach entscheidet der Schiedsrichter, ob das nun abgebrochen wird oder disqualifiziert wird. Und ein Foul ist beispielsweise, wie gesagt, Sie müssen drei begehen, bis das dann abgebrochen wird. Kopfstöße, Stiche in die Augen, Tiefschläge aller Art, Schläge auf den Hals und Abwürgen der Luftröhre, Tritte auf den Kopf eines am Boden liegenden Gegners, werfende Gegner des Gegners auf den Kopf oder Nacken. Es gibt davon 32 Stück.
solche Regeln, wenn man das unter Regeln versteht. Allein aus dieser Tatsache wollen einige ableiten, dass es sich um eine Sportart handelt. Und ich frage Sie, kann man sich damit zufrieden geben? Allein die Formalie eines Regelwerks soll darüber entscheiden, ob diese Kämpfe am Ende über unsere Landessportförderung gefördert werden müssen? Auf Inhalte, die den fairen Wettkampf dokumentieren, kommt es scheinbar nicht an. Und das kann mit Sicherheit nicht sein. Vielmehr muss die gesellschaftliche Wirkung die entscheidende Rolle spielen. Und aus dieser Sicht, meine Damen und Herren, sind diese Kämpfe in höchstem Maß anstößig, ja sittenwidrig. Kämpfer verprügeln und verletzen sich, damit sie und andere viel Geld verdienen. Und damit sind wir aber im Gewerberecht. Gewerberechtlicher Ansatzpunkt ist die Einstufung solcher Kämpfe als erlaubnispflichtige Schaustellung von Personen nach dem § 33a Gewerbeordnung. Und nicht als, was im Sport mit dem Sport begründet wird, als überwiegende sportliche Veranstaltung. Es ist dann also nicht mehr möglich, solche Veranstaltungen frei stattfinden zu lassen. Der Veranstalter braucht stattdessen eine Erlaubnis. Nach § 33a Gewerbeordnung ist diese dann zu versagen, wenn zu erwarten ist, dass der Kampf gegen die guten Sitten verstößt. Und ich habe es schon gesagt, bei der Einbringung des Antrags, die Kämpfe dienen der reinen Inszenierung von Brutalität und Gewalt. Und das verstößt nach meiner Meinung mindestens gegen die guten Sitten. Meine Damen und Herren, momentan tun sich die für die Erlaubnis zuständigen Kommunen schwer mit der rechtlichen Einordnung. Deswegen ist es bisher nicht gelungen, die Veranstaltungen ganz zu verbieten. Man konnte sich nur dazu durchringen, die Kämpfe als jugendgefährdend einzustufen und Jugendliche unter 18 Jahren den Zugang zu verbieten. Und dabei kann es nicht bleiben. Deshalb wollen wir, dass die Landesregierung den Kommunen rechtliche Hinweise zum rechtssicheren Umgang, zur rechtssicheren Untersagung solcher Veranstaltungen gibt. Die Versagung der Erlaubnis muss vor jedem Gericht Bestand haben. Außerdem muss dringend geprüft werden, ob Präzisierungen in Gesetzen erforderlich sind. Solche notwendigen Änderungen sollten wir dann so schnell wie möglich umsetzen. Ich will zum Schluss noch einmal sagen, weil Sie sagten, es handelt sich um Sport. Es ist kein Sport, das haben wir nun schon festgestellt. Sport definiert sich, und das will ich noch einmal betonen, Sport definiert sich aus sportlich fairen Leistungsvergleich. Fairplay, Partnerschaft, Unversehrtheit des Partners. Und hier stellt sich eins da, hier geht es um das Recht des Stärkeren mit dem Ziel, dem anderen Verletzungen zuzufügen, bis er zur Aufgabe gezwungen wird. Und das ist kein Sport. Es ist eine ächtenswerte zur Schaustellung roher Brutalität, die der reinen Unterhaltung dient aus kommerziellen Hintergründen. Und der DOSB, die Landessportbünde und auch unser Landessportbund hat sich eindeutig von dem Begriff Sport distanziert. Die Zunahme von Gewalt bei Jugendlichen ist eine gesellschaftliche problematische Entwicklung und da sind wir alle einer Meinung, dem wir vehement entgegnen müssen. Und aus diesem Grunde, meine Damen und Herren, dürfen wir es nicht zulassen, dass Mixed Material Arts Veranstaltungen den guten Ruf des Sports beschädigen. Deswegen bitte ich Sie noch einmal um die Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank.